Hallo Leute und willkommen zu Heuer und den Adelshofen. Ja, also Livestream haben wir ja letztes Mal schon gemäht und gewendet, ne? Dann wollen wir jetzt gleich mal mit dem Schwader anfangen. Das gute Heupresse. Dann noch kleiner aufladen. Oder machen wir das mal separate Video? Na, vielleicht machen wir das mal separate Video. Schauen wir mal. Da, Bandschwader, Ablagemodus Mitte. Ablagemodus Mitte. Eigentlich könnte man ja. Außenrum könnten wir einmal so fahren, ja. Naja. Also wir haben jetzt hier einen Förderbandschwader. Ganz witzige Erfindung. Ah, seht ihr, da liegt Gras, da liegt zwei noch draußen. Das muss ich ein bisschen weit rausholen. Beim Wende zweit rausgeworfen. Ha? Dann machen wir jetzt mal ein schönes Schwad hier. Ja, live geht es auch schon wieder rund, ne? Heute auf der Heimfahrt gesehen, ne? So gut wie alles hat gemäht, ne? Kaum noch eine Wiese, die steht. Ja, die nächsten Tage soll es ja auch schön werden, ne? Bei uns fast 30 Grad angesagt am Mittwoch. Also da wäre die Lohner jetzt geflottet, ne? Sommer steht ja auch bald schon wieder vor der Tür, ne? Wenn ich mir so die Gerste anschaue, dann... ja. Ist nicht mehr lang. Aber so lange begnügen wir uns jetzt halt mal hier mit, ne? Ist ja auch ganz amüsant. Vielleicht nicht gerade für jeden was, aber zumindest mal für einen Teil. Ja. Schwadeln, Schwadeln, Madel machen, Madel. Jetzt gucken da die ganzen Bayern vor den Tür. Was sagt ihr? Oh, ja. Jetzt ist gerade mal eine Runde Retour fahren, ne? Schön dicken Schwad machen, dass die Presse auch ausgelastet ist.
reicht von der Breite her. Ah, wobei ich wollte eigentlich keinen so breiten machen hier. Na egal, schon Sport. Too late. Der Helfer kann ausschwaben. Ich probier's besser nicht aus. Auf so einer Fläche zumindest nicht. Ich habe so die Befürchtung, dass das in die Hose gehen würde. Hier vierfach Schwader, ne? Förderband. Hightech. So, jetzt wird noch die große Frage. Wie machen wir jetzt das hier am besten, diesen blöden Haken hier? Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen doof ist das. Ja, ein bisschen, gell? Einfach so weit über, bis es ins Schwad passt. Gibt es da halt einen dicken Klumpen, aber naja, da dran packt es schon. Ah, shit. Boah, für Effekt war ja klar. So, dann stellen wir mal um.
rechte Seite. Praktisch an diesen Förderbändern, den kann man so schön flexibel einsetzen. Ja. Wendig ist das Ding halt auch wie so. Das ist krass. Schwade hier. Ah, wir brauchen ja auch Futter, ne? Also so ist es ja nicht. Wenn es da bald unsere Kühe einziehen, dann muss ja was gehen, ne? Also, sobald es Futter da ist, können wir eigentlich schon Kühe kaufen. Ne? Und dann steht auch schon bald wieder die Getreideernte an. Beziehungsweise. Soja. Soja und Mais. Getreide haben wir so als Schades durch jetzt. Hatten ja nur der Hafer. Ja. Das alte Kranz Light. Dann schauen wir mal, was wir da investieren können, gell? Hm. Oh, das geht ja zackig mit. Ich finde die Dinger irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Ich hab mal irgendwie was ganz anderes, ne? An der Straße. Gut, egal. Können wir verschmerzen, ja. Nächste Reihe. Und dann haben wir es ja auch schon bald geschafft. Hey, jetzt haben wir das Liegeloch. Hey, hey.
Schönes bergiges Schwad. You're like the... So, das ist auch erledigt, ja? Schauen wir mal, wie viele Ballen jetzt noch rauskommen. Jetzt nimmt das sie besser auf, diese Schwaden. Beim Stroh war das echt ein bisschen mühselig hier. Mit der Pickup-Breite da. Strohballen habe ich auch schön da reingebiegt. Ist das gehört? Gut. Mal loslegen, hä? Das Glas gespannt hier. 3800er mit Quadrant 5300. Ist noch ein wenig Stroh drin, aber die Störung gibt es ja nicht, gell? So, aufklappt haben wir sie. Oh. Einschalte, Pickup ab. Zu ambitioniert. So, bitte. Ja, nicht, wir wollen ja nachher noch Stiegle. Ah, ja, jetzt auf. Okay. Spontan umgefärbt.
Oh gut. Was haben wir da jetzt eigentlich eingestellt? 240. Oh, das passt. Das war so wie im Stroh, da haben wir uns kurz eingestellt gehabt. Schon echt der Lärm total nervig. Ja, ich weiß. Spanntes Ballpress, fast. Zack, zack. Ach, ja, kann alle zählen. Siehst du, die halbe Stunde liegt schon mal voll im Handy. Ja, dann musst du klar das separat machen. Auch kein Weltuntergang, oder? So. Aber ich glaube, ein bisschen spannend, ne? Die Größe her, jetzt nicht übertrieben zu groß. Flop. Ah ja. Schon ein paar Ballen, ne? Wenn wir dann mit dem Skorpion fleißig einsammeln. Das machen wir dann im nächsten Video. POV dann, ne? Wie ist das gehört? Set-Tracking jetzt mal dann Schluss. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich noch kurz angefangen. Ich werde es heute auch nicht so lang machen, deswegen. Nur mal schnell ein paar Ballen machen, die Heuernte und dann.
hat die Presse weniger Probleme. Also ein paar kleine Stellen leer bleiben, wie jetzt hier, wo ein bisschen was liegen bleibt, aber beim Stroh war es deutlich schlimmer. Naja, halb so wild, gell? Dass die immer schräg rausflutschen. Nein! Da bleibt jetzt nichts liegen, Mensch. Das wird super geschafft. Links gefahren. Der Presse fällt echt ein Quattro-Pack. Das wäre jetzt gerade so das Ideale. Scheuer 4 Stück aufeinander. Das wäre jetzt cool. Dann noch die passende Ballengabel dafür, für den Teleskoplader und so. Das hätte was, ja. Damit der Knicklenkung ist halt blöd. Aber halt. Die Allradlenkung, sagen wir es mal so. Knicklenkung, in dem Sinne ist es ja nicht. Der war schon mal schräg. Nein, nein. So, das letzte Stückchen. Ballenschiebe. Die letzten Ballen auch noch schnell ab, dass wir noch zuklappen können. Aber die könnt ihr eigentlich auch direkt am Hof abladen. Warte mal am Hof ab. Dann müssen wir trotzdem nicht unbedingt einklappen.
nass machen. Leider ist super schlau, der Teleskoplader stoppt, oder? Intelligenzbestie. Flup, flup, flup. Noch zu. So, Heuernte abgeschlossen. Einmal Silage müssen wir noch machen, dann. Erstmal wäsche die zwei Gruppen. Beziehungsweise. Schwarer Hochmeier nochmal. Ja, also dann wäre das soweit erledigt. Da, da holen wir dann nächstes Mal hier mit dem Lachballewagen, holen wir die. Hoi, 8000 Liter. 465 Kilo. Mal Stroh. Ja, Stroh ist wegen mager, hätten wir auch ein bisschen mehr haben können. Ich hoffe, das reicht. Also der Bunker ist ja voll, aber also, wie lange der dann reicht, ne? Müssen wir mal gucken. Einstreuen müssen wir auch noch. Naja, schöne Heuballen, schön, schön, schön. Ballen sammeln, striegeln. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal Weide. Ja, da wächst noch alles. Klar, Sojabohnen und der Mais, Unkraut ist kein Problem. Was sagt denn unser Satellit? pH-Wert könnte besser sein. Fast mal Kalk, hä? Stickstoff ist eh klar, dass der jetzt im Keller ist. Ertrag, das hätte mehr sein können. Naja. Naja, naja, naja. Umweltbewertung 60. 15. So, Bodenproben 13,5. Bodenbearbeitung. Wie? Für alle Dinger zusammen in dem Fall. Naja, also gut, dann belassen wir es jetzt mal dabei. Nächstes Mal geht es dann weiter hier mit Ballen verladen. Ja. Der ist ja auch schon parat hier. Stell eben noch der Waage aufs Feld und nehmen gerade hier mit. Geht ja auch. Und dann machen wir so wie hier. Schönes Ballen stapeln hier drin. Für den Rest der Platz. Ja. Silageballen noch rein oder Maschinen rein, je nachdem. Die müssen wir dann hier auch noch ein bisschen verteilen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ne? Dann in ein, zwei Monaten dann auch bei den Pressure Vlogs hoffentlich. Geht ja dann auch bald los. Ja. Sonst lasst einen Kommentar da, wenn noch was ist. Oder wenn ihr noch speziell mal was sehen wollt oder so. Dann schauen wir mal, was wir umsetzen können. Ne? Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.